Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit einem kleinen Update, Quarantäne-Update. Ich glaube, Nummer 2. Haben wir schon mal einen gemacht? Genau hier, vor 2 Wochen hatten wir mal einen. Da habe ich klasse neue 100er und klasse neue Shinies bekommen. Sogar ein 100er Shiny, das war ein Alola Victor. Jetzt ist auch nicht schlecht die Ausbeute, aber zuerst ein paar News, ein paar Neuigkeiten. Gestern kam ein paar rein, heute kam ein paar rein. Es geht in nächster Zeit ziemlich krass ab in Pokémon Go und dann ein bisschen was über mich, was ich so getrieben habe. Ein paar Highlights von meiner Ausbeute so von den letzten Events, ein paar neue Shinies, ein paar neue 100er. Fangen wir erstmal mit ein paar Neuigkeiten an. Gestern kamen ja ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel mit dem Raid von zu Hause, kann man demnächst machen. Dazu braucht man einen speziellen Pass und man kann alle Raids in der Umgebung, alle die man im Spiel sieht, machen. Soll sogar nicht nur für die Corona-Zeit, Krise, Quarantänezeit verfügbar sein, sondern auch dann danach in der Zukunft. Danach ist es dann abgeschwächt. Leute, die von zu Hause aus raiden, sind schwächer und Leute, die vor Ort raiden, lernen Pokémon von den Leuten, die vor Ort sind, die machen dann einfach mehr Schaden. Kam ganz gut an. Andere Neuigkeiten, sehr überraschend, aber auf jeden Fall ein Luxusbonus ist das Glückseier, Rauch und Sternstücke oder sowas, die kann man jetzt stacken. Jetzt muss man nicht immer einen Timer, einen Wecker stellen für alle 30 Minuten. Ich weiß noch die alten Zeiten, wo man immer einen Wecker gestellt hat, alle 30 Minuten für Glückseier, für die doppelt-dreifache EP-Events. Oh Mann ey. Jetzt muss man zum Glück nicht mehr machen, jetzt kann man einfach mehrere gleichzeitig zünden und dann zum Beispiel einfach 2-3 Stunden. Was sehr, sehr interessant ist, denn Abrasile kommt, der läuft 6 Stunden mit Dreifachstaub. Das ist schon nicht schlecht, man kann einfach 12 Sternstücke zünden, dann hat man die 6 Stunden safe, ohne da immer irgendwas zu vergessen, wieder neu zu zünden. Sehr interessant und 6 Stunden Dreifach Sternstaub plus Sternstück, saftig. Da wird auf jeden Fall reingeballert. Und man kann sich eine Spezialforschung für 99 Cent kaufen. Anderes Thema bezüglich Kaufen. Zwei Themen bezüglich Kaufen. Also ihr seht schon, es gab momentan eine Menge Neuigkeiten. Eine Box und da ist, Moment, blende ich hier neben mir nochmal ein. In der C-Day Box gibt es nämlich eine Elite TM. 3 Inkubatoren, 3 Rauch, juckt jetzt glaube ich nicht so. Wobei Rauch 3 Stunden, glaube ich. Also für den ganzen C-Day müsst ihr einfach nur 2 Rauch zünden. Aber das kostet 1280, also sozusagen 12 Euro oder um die 10 Euro für eine Elite-TM. Was kann diese Elite-TM? Legacy-Movesets könnt ihr damit erlernen. Also auch zum Beispiel CD-Attacken und so weiter. Also möglicherweise interessant, aber 10 Euro, 12 Euro, 1280 Gold ist schon teuer. Puh. Also mein Interesse weckt das auf jeden Fall nicht. Aber für 99 Cent kauft man sich die Feldforschung für den CD mit 13.000 Sternstaub, einmal Brot, einmal ein Rocket Radar und 3 Rauch. Ja, die 99 Cent habe ich über. Und man kann jetzt den Beutel erweitern auf auch 3000. Also jetzt beides auf max 3000, was schon ziemlich, ziemlich heftig ist. Muss ich mir später noch kaufen. Wobei, ich komme eigentlich mit 2,5 schon ganz gut zurecht. Aber wieso nicht? Wieso nicht? Noch eine Neuigkeit von gestern. Wurde ja schon im Code letztens entdeckt. Und zwar mit dem Pushen. Kann man demnächst mit dem Giggler auf das Level pushen, was man will. Das heißt auch von einfach 1 oder so auf 40 auf Max. Was der Tod von den Max und Mondays sein könnte. Weil wenn ich in einer Sekunde auf Max pushen kann, was soll ich da großartig mit den Max und Mondays machen? Mal schauen, was ich da... Keine Ahnung. Mal schauen, was ich da machen werde mit den Max und Mondays. Könnte auf jeden Fall der Tod der Max und Monday Videos werden. Ich weiß es noch nicht. Aber die meisten wird es natürlich freuen und ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr praktisch. Sonntag gibt es auch noch ein Event. Also erstmal dieses Wochenende ist Safari-Zone für alle, die ein Ticket haben. Dann gibt es auch noch für Sonntag, also das war auch allein für die Leute, die Sonntag ein Ticket haben. Und zwar gibt es Sonntag so ein Rauch-Event mit ein paar Pokémon. Um ehrlich zu sein, interessiert mich das nicht wirklich. Hauptmerkmal ist Visor, Shiny. Ja, interessiert mich nicht. Das Problem ist halt, die Leute, die Sonntag ein Ticket haben, kriegen natürlich dort ihre Safari-Zone-Spawns. Aber es kommen auch diese Rauch-Event-Spawns und das vermischt sich ein bisschen und dadurch ist von denen das Event, das Safari-Zone-Event, ein bisschen leidend oder leidender. Ich habe zum Glück mein Ticket am Samstag. Ausbeute seht ihr dann irgendwann demnächst dann, was ich mir also alles ergattern konnte vom Ticket. Ich weiß nicht mal, welche Buchstaben, welches Regionale, welches Social, ich weiß gar nichts. Seht ihr dann noch. Was wir noch sehen werden, ist demnächst wahrscheinlich, was heißt demnächst, man weiß nicht, es wurde im Code entdeckt, Levelerweiterung, ja. Bis Level 50 wurden zum Beispiel die Belohnungen entdeckt, generisch, so wie immer die, jedes 10. Level zum Beispiel, gibt ja immer dieses große Bundle, das krasse,
Für Level 40 gab es ja alles viermal. Und für Level 50 gab es dann alles fünfmal zum Beispiel. Also, ja, es ist Zeit. Die große Frage ist dann halt natürlich wie immer, was man sich halt schon immer gestellt hat, das Max-Level der Pokémon. Max-Level des Trainers ist ja gleich Max-Level des Pokémon. Das ist ja halt momentan 40. Und Problem ist halt Staubkosten. Von Level 20 zum Beispiel auf 40 ist 225.000 Staub, glaube ich. Und 248 Bonbons. Und das steigt ja immer exponentiell. Und ich frage es halt, oder es wird halt leiden, wenn man dann alle Pokémon auf Level 50 Max pushen muss. Insbesondere für mich, weil ich will ja jedes Pokémon einmal Max pushen. Und ich tue mir jetzt eh schon schwer mit dem Staub, überhaupt genug zu haben, um jedes Pokémon auf Level 40 zu pushen. Stellt euch jetzt vor, ich müsste alle auf Level 50 pushen. Und das wird dann halt auch noch dementsprechend teurer. Ich glaube, ich müsste dann diesen Traum, dieses Ziel aufgeben. Und wenn ich dieses Ziel, diesen Traum aufgebe, dann hält mich nicht mehr wirklich viel an Pokémon. Deswegen müssen wir mal schauen, was da so passieren wird. Also, klingt nicht so geil für mich, um ehrlich zu sein. Weil das ist halt echt eigentlich das, was mich noch am Spiel hält. Und wenn ich das dann nicht mehr wirklich machen kann, naja, schauen wir mal. Allgemein und zu den Ganzen, auf was freut ihr euch, dies, das, gerne unten in die Kommentare. Und natürlich, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Und die Glocke aktivieren. Für den Algorithmus. Füttert den Algorithmus, Leute. So. Ich schalte mal kurz Screen Record an. Und zeige euch ein paar Highlights von meiner Ausbeute. Ah, hier zum Beispiel. Mein bestes Griole endlich. Ich hatte nie ein über 91. Aber jetzt während des Events der beste, den ich jemals gebrütet gesehen habe. Leider. Attack 14. 98er Griole wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gemaxt. Hoher Wahrscheinlichkeit. Andere Sachen, die ich endlich auf 100 bekommen habe. Kokowai. Von der Quest brüte 3 Eier. Ich muss sagen, von der Quest habe ich nicht viele gemacht. Aber gesamt habe ich halt viele Kokowai gejagt. Die ganzen Raids, die ich gemacht habe. Die ganzen Kokowai, die ich mir rüber getauscht habe. Die alte Quest, verschicke 10 Geschenke. Habe ich natürlich auch schon sehr viele gemacht. Also gesamt, Kokowai Alola, war es endlich Zeit, dass ich einen 100er bekomme. Nur von der Quest jetzt war sehr schnell, sehr früh bekommen. Also ich habe da nicht viele gemacht. Und den dann zum Glück bekommen. Was mir natürlich erlaubt, jetzt Ordoch zu jagen, weil ansonsten musste ich mich immer entscheiden, mache ich die mit Brüte 3 Eier für den oder mache ich die für 5 für Ordoch, aber jetzt zum Glück habe ich den bekommen. Jetzt mache ich nur noch Ordoch, aber da hatte ich noch kein Glück. 721 bräuchte man da. Anderes 100er, was ich endlich bekommen habe. Ah ja, und ich habe einen Shiny bekommen aus dem Durchbruch, aus dem ersten. Aber ich hatte das schon einen. Den hatte ich auch lange gejagt. Ein Raichu Alola. 13.06 aus dem Raid, endlich. Ich habe natürlich eigentlich immer jeden gemacht, den ich gesehen habe. An der Arena, wo ich noch die Arena-Punkte gebraucht habe. 1000 Arena-Punkte für den Raid. Habe ich da immer Alola Raichu gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe. Und endlich ist einer gekommen. Shiny fehlt mir immer noch. Also Shiny habe ich keinen bekommen. Aber für Shinies mache ich keine Raids. Da gebe ich keine Pässe, kein Geld aus. Da tausche ich mir einfach ein. Deswegen Alola Raichu erledigt, finished, fertig, finito. Fehlen tun mir noch ein paar Alolas, aber dazu dem nächsten Video, wo ich euch alles zeige, was mir noch so fehlt. Das waren so die zwei krassesten Highlights für mich. Was euch wahrscheinlich interessiert, sind die Schillernden. Da gab es natürlich auch ein paar Highlights jetzt von den Events, wo ich weiß gar nicht, was so die letzten paar Events waren. Aber ihr seht, ich habe 2 Riolo-Scheine bekommen. Kann man machen, der ist jetzt, war richtig krass selten, aber jetzt. Ich habe so viele Leute gesehen, die den gebrütet haben, auch mehrfach gebrütet haben. 4, 5, 6 Stück, also selten ist er nicht mehr. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich tausche mir gerne noch einen Shiny Lucky, falls jemand über hat, von meinen Glücksfreunden. Shiny Pichu mit Blume juckt mich jetzt nicht. Vor allem, ja, keine Ahnung, juckt mich auf jeden Fall null. Ja, ansonsten war es das eigentlich auch. Das waren so die einzigen Highlights. 2 Voltilampen juckt nicht, Tanzer juckt nicht, Ammonitas juckt mich nicht. Ein paar Shiny Lucky habe ich mir ertauscht. Aber sonst war es das vom Event. Vom letzten Event, ja, Shiny Glibunkel habe ich 2. Einen habe ich in Shiny gegen Shiny Lucky getauscht. Skorpion habe ich letztens keinen bekommen vom letzten Event, vorletzten Event. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was bei mir so passiert ist. Die 200er, ja. Ansonsten war es das. Das waren so die Highlights, die Ausbeute in letzter Zeit.
Aber was will man erwarten? Also die 2900 ist so, ist eh schon mega krass. Gerne unten in die Kommentare eure Highlights von den letzten paar Events so. Ansonsten viel Spaß, viel Glück für die nächsten kommenden Events so. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf meinen ersten Raid von zu Hause und auf die Safari-Zone. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.